Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und in diesem Video habe ich mal wieder einen richtig überkrassen Glitch für euch, und zwar wie ihr Waffen im neuen Bunker benutzen könnt und damit könnt ihr dann eure Freunde mal so richtig trollen. Aber das ist noch lange nicht alles, denn mit diesem Glitch könnt ihr auch im Bunker klettern und springen und so könnt ihr euch zum Beispiel mal in den Schießstand begeben und mal schauen, wie weit dieser wirklich nach hinten geht. Außerdem sehen euch alle Spieler, die bei euch in der Lobby und selber gerade in ihrem eigenen Bunker sind, und so könnt ihr sogar deren MOC der anderen Spieler halt kaputt machen, während die sich halt in ihrem Bunker befinden, und so werden die sich echt wundern, was denn da gerade abgeht. Aber bevor jetzt irgendjemand von euch sagt, dass das ein unfairer Glitch ist, dem muss ich direkt sagen, dass ihr mit diesem Glitch niemanden töten könnt, denn alle Spieler haben in ihrem Bunker selber God-Mode. Jedenfalls wurde dieser Glitch von GlitchTV gefunden und dafür ist er auch unten in der Videobeschreibung als Founder verlinkt. Aber kommen wir jetzt mal zum eigentlichen Glitch, und zwar funktioniert dieser auf der PlayStation 4, auf der Xbox One und auch auf dem PC. Und wenn du diesen Glitch jetzt machen willst, dann solltest du dich jetzt mal mit einem Freund zusammen in eine öffentliche oder in eine Freundeslobby begeben. Seid ihr dort nun angekommen, muss euch euer Freund nun erst einmal in seinen Bunker einladen über sein Interaktionsmenü. Seid ihr nun im Bunker von eurem Freund angekommen, setzt sich euer Freund nun erst einmal in einen seiner Caddies, so dass er der Fahrer des Caddies ist, und wenn er das gemacht hat, dann steigt ihr ebenfalls in den Caddy ein, so dass ihr eben sein Beifahrer werdet. Habt ihr das nun gemacht, muss euer Freund ganz einfach mit dem Caddy zu seinem MOC fahren, und dort parkt er nun den Caddy so, dass der Caddy genau im blauen Kreis vom MOC steht. Nun muss euer Freund sein Pausenmenü öffnen und dort geht er dann auf Online, Jobs, Jobs spielen, von Rockstar erstellt, und dort startet er nun irgendeine x-beliebige Kontaktmission. Wir nehmen einfach in diesem Beispiel den Job für einen Titan, aber das geht wirklich mit jeder Kontaktmission. Ist euer Freund nun im Jobmenü der Kontaktmission angekommen, darf er den Job jetzt aber nicht sofort starten bzw. gar nicht starten, denn jetzt muss er euch Bescheid sagen, dass er halt nun im Jobmenü angekommen ist. Und nun werdet ihr auch schon merken, dass er jetzt verschwunden ist und dass ihr nun der Fahrer des Caddys seid, und jetzt müsst ihr einmal kurz nach vorne fahren und dann direkt wieder zurückfahren, so dass der Caddy wieder im blauen Kreis vom MOC steht. Und wenn ihr das nun gemacht habt, dann geht ihr ganz einfach in eure Party und dort joint ihr jetzt eurem Freund nach. Nun bekommt ihr eine Meldung, in der drinne steht, ob ihr eurem Freund wirklich beitreten wollt, und wenn ihr genau in dieser Meldung drinne seid, sagt ihr eurem Freund nun Bescheid, dass ihr in dieser Meldung seid, und dann verlässt euer Freund ganz einfach wieder das Jobmenü. Und nun müsst ihr einfach warten, bis euer Freund wieder im Bunker gespawnt ist, und wenn er im Bunker gespawnt ist, dann geht ihr hin und drückt die X-Taste, um diese Meldung zu bestätigen. Nun bekommt ihr eine zweite Meldung, in der drinne steht, dass die Sitzung nicht mehr existiert und dass ihr nun nach GTA Online zurückkehren sollt. Und wenn ihr nun in dieser zweiten Meldung drinne seid, sagt ihr eben eurem Freund Bescheid, dass ihr jetzt in dieser zweiten Meldung drinne seid, und dann geht euer Freund hin und betritt einmal seinen MOC, und dabei klickt er auf die Meldung, dass er alle Freunde mit auf einmal in den MOC reinnimmt. Ist euer Freund nun im MOC angekommen, muss euer Freund diesen ganz einfach wieder verlassen. Und wenn euer Freund nun wieder im Bunker angekommen ist, dann könnt ihr nun auch schon die Meldung mit X bestätigen und dann werdet ihr wieder bei ihm im Bunker spawnen und dann könnt ihr eure Waffen benutzen und ihr könnt ebenfalls im Bunker springen. Und ja, nun sehen euch alle Spieler in der Lobby, die gerade in ihrem eigenen Bunker sind, und so könnt ihr diese einfach mal ein bisschen trollen, indem ihr einfach mal ein bisschen rumschießt, denn die sehen das Ganze. Und das Beste daran ist halt, dass bei diesem Glitch wirklich keiner zu Schaden kommt, da alle Spieler im Bunker God-Mode haben. So Leute, ich hoffe nun mal, dass ihr alle diesen Glitch verstanden habt, und deshalb wünsche ich euch nun viel Spaß mit diesem Glitch. Habt auf jeden Fall noch einen schönen Samstag, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall einen Like da, und wenn du neu auf meinem Kanal bist, dann abonniere mich kostenlos und aktiviere die Glocke, denn dann verpasst du in Zukunft nichts mehr in GTA Online, und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut da rein und ciao.